Und somit herzlich willkommen hier zurück bei Dying Light. In der letzten Folge haben wir ja diesen komischen Kannibalen da getötet, ne? Also das ist doch mal, das war schon mal wieder eine krasse Aktion, ne? Und der atmet schon wieder schwer, obwohl wir noch gar nichts gemacht haben. Was ist los mit dir? Ist die Axt zu schwer? Ich hol erstmal ein Gewehr, wo auch immer wir die Munition wieder her haben, aber... Wo haben wir eigentlich unser... Uns fehlt irgendwie eine Waffe. Ah gut, egal. Wir gehen zurück zu Tarik, ja, und informieren ihn erstmal, was da vorgefallen ist. Und dann bin ich mal gespannt, wie es da weitergeht. Auf dem Weg dahin liegt noch eine Quest zwischen, die wir dann noch mitnehmen könnten. Uah. Und dann sieht es auch schon so danach aus, als würde es hier in dieser Stadt nichts mehr geben. Was mich dazu verleitet, mal wieder auf andere Quests zurückzugreifen, die wir noch offen haben. Und das sind aber nicht mehr viele. Das ist unter anderem die Fernglas-Quest. Also findet ihr das Fernglas. Das ist einfach eine Suchquest, die, ja, sag mal, ganz einfach ist zu beenden. Und das wäre dann unter anderem noch eine Quest bei der Antenne. Ich habe jetzt keinen Plan. Hier, wo ist das, der Start? Da, Ort Antenne. Keine Ahnung. Aber was wir jetzt erst noch machen, ist auf jeden Fall hier den da. Der müsste hier irgendwo sein. Dass wir den noch quasi mitnehmen könnten. Nicht runterfallen, Alter. Na gut, so geht's auch. Kann man denn hier... Man kann hier nicht rein. Okay. Man kann aber bestimmt da lang, ne? Und dann da hoch einfach, oder was? Alter! Diese fucking Zombies überall, ne? Das ist unfassbar. Gut, das Ding ist, man weiß ja nie, wie es... Was ist denn da unten los? Was ist denn da unten los? Was ist denn da unten los? Da kann man doch bestimmt rein, oder? Ah ne, das ist hier einfach. Oder? Das ist halt das Problem in diesem Spiel mit dieser Wegfindung hier. Das ist, da machst du einfach nix. Weißt du, da machst du nix. Das da oben, das da unten sieht auch sehr ungesund aus. Aua. Da ist, glaub, der Fernseher irgendwie runtergefallen. Und ja, ne, ihr wisst ja Bescheid, was dann passiert. Gut, aber dennoch. Ach, hier geht's rein. Das war doch die Pizzeria, ne? Aber hier kommt man doch nicht hoch. Ach, wir hätten zuerst die Quest abgeben sollen, ich schwör's dir. Ja, weiß mich erstmal, wo ich schon Leertaste gedrückt habe, bevor du überhaupt da warst. Das sind mir immer die Besten. Ja, da kommt man anscheinend. Oder ist es der Turm da? Nee, wohl kaum. Aber hier kommt man doch. Hier muss man doch irgendwie. Hier ist, lass mich da rein und so, ne? Aber ist wohl nichts. Das ist halt, da kann man nicht, da muss man mal. Nee, das ist einfach... Ach so. Ich habe nichts gesagt. So, was willst du, mein Lieber? Ja, was gibt's? Sind Sie Mr. Tabit Erdal, der Stadtsekretär? Das war ich mal. Aber alle Titel wurden von der GRE und der Regierung annulliert. Meinen Titel gibt es nicht mehr. Und daher muss und darf ich auch niemandem mehr Dienste anbieten. Weder Ihnen noch sonst wem. Auf Wiedersehen. Nicht so schnell, Mr. Erdal. Laut Annullierungsbefehl haben sich alle Beamten dem GRE und der provisorischen Regierung zur Verfügung zu halten. Gehören Sie zur GRE? Ich suche nach Informationen über ein großes Vorratslager hier irgendwo in der Stadt. Ah, Sie meinen den Bunker? Nun, wenn Sie etwas daraus wollen, brauchen Sie Formular 201, behördlicher Bedarf. Formular JP401, Operationsdetails, Formular 606, Sonderbedarf und Formular 302b, Erklärung des Notfallbedarfs. Unter optimalen Bedingungen, die wir nicht haben, hat das letzte Formular eine Bearbeitungszeit von 3 Tagen. Ich brauche es jetzt. Dann schlage ich die traditionelle Methode zur Beschleunigung von behördlichen Bearbeitungsprozessen vor. Wie wäre? Bestechung, natürlich.
Ich brauche den offiziellen Stempel des Bürgermeisters. Der Bürgermeister war zuletzt im Hotel. Der Stempel sollte in seinem Zimmer sein. Na, herzlichen Glückwunsch. Zurück ins Hotel, oder was? Finden Sie den Stempel des Bürgermeisters. Wollen wir das jetzt direkt machen oder wollen wir erst die Quest abgeben? Das ist hier die Frage. Denn die Quest wäre da oben. Ja, das, komm, mach mal erstmal das Hotel. Dann können wir beides so scheiße, quasi. Scheiße. Alter, was ist das denn für ein Blutbad da? What the fuck? Dann können wir beides mal. Wow, parallel abgeben, wollte ich sagen. Gut. Runter zur Pizzeria Presto. Presto, weißt du, da pressen sie die Pizza. Darum heißt ja auch Presto. Alter, krass! Das habe ich ja noch nie gesehen. Tote Vögel. Was ist mit dir los? Komische Vögel hier überall, ne? Dieses Ding hätte mich fast erwischt. Aber nur fast, mein Lieber. Kein Problem. Dankeschön für die 100 Dollar. Immerhin etwas in dieser kranken Welt. Obwohl uns hier wahrscheinlich nichts bringen wird, ne? Jetzt mal davon ab. Uah. Gut, wir müssen ins Hotel. Ins Hotel kann man quasi einfach da rein, ne? Nee, kann man natürlich nicht. Wäre zu schön, um wahr zu sein. Man muss wahrscheinlich übers Dach irgendwo, ne? Vor allem, es zeigt hier noch höher an, ne? Das heißt für mich quasi, dass es hier oben irgendwo reingeht. Ja, sieh mal einer an. Willkommen zurück hier im Hotel. Bitte benehmen Sie sich anständig, damit die Gäste auch weiterhin sich sehr wohl fühlen. Besten Dank. Okay. Ja, Leute, ich bin ein bisschen durch. Man merkt es eventuell ein bisschen. Denn der Sommer ist wieder da. Meine Hassjahreszeit. Und es ist einfach nur noch fucking hässlich. Fucking heiß. Einfach unnormal, ne? Das kann keiner mögen. Das kann mir keiner erzählen, dass es jemand mag. Diese Leichen da sehen doch alles sehr frisch aus, ne? Da hat sich gerade noch seine Hand bewegt. Ich schwör's dir. Hier lebt noch jemand. Hört ihr das? Ne, auf jeden Fall müssen wir... Alter. Okay. Alles klar. Ich glaube, wir haben hier nichts verloren und sollten schnell diesen Stempel holen, ne? Das ist mir ein bisschen zu heavy hier. Hier spricht Ayo. Spielt nicht im Dunkeln den Helden. Kommt jetzt los oder sucht euch ein Versteck. Ihr habt noch eine Stunde. Alter! Oh Mann, ey. Fuck doch die Hände. Fuck doch die Hände. Oh, ich verstehe. Wir müssen da rein und dann irgendwie... Das war ein bisschen laut. Durch dieses fucking Zimmer. Dann darüber und dann quasi dann durch diese Tür hier, ne? Na, herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, man muss... Alter! Ich glaube, man muss hier lang, ne? Ja, sieht so aus. Was ist denn das hier für so verranzt alles? Das sieht das sieht mega hässlich aus hier drin, ne? Und der hat hier irgendwie seinen Arm abgehackt und ist dann da gestorben. What the fuck? Und hier wollte jemand Selbstmord machen? Alter, das ist... Alter, die Schnauze, du bist immer so laut, ey. Wo sind wir jetzt? Ach, wir sind jetzt auf der anderen Seite, ne? Hier lebt keiner mehr. Da lebt noch einer. Alter! Alter! Die Schnauze. Mein lieber Scholli, ey. Gut.
Ich will hier raus. Es ist nicht gerade mein Favorite Ort. Was ist das da für ein Radius auf der Karte? Ist es ein großer? Alter, wehe. Das sieht aber alles sehr unschön aus hier. Das ist ein großer da drin. Jetzt ist aber nur die Frage, wie wir darüber kommen, ne? Also hier kann man hoch. Oder ist es der Fahrstuhl, den man benutzt? Nee. Ist da irgendwo geht's runter anscheinend. Hier muss man runter. Oder muss ich runter, besser gesagt. Aber hier ist nichts. Hier kann man nicht runter. Das heißt für mich quasi, dass ich in so ein Zimmer muss. Oder auch nicht. Oder doch? Ich muss da rein eventuell? Ich muss da rein eventuell. Das ist nicht euer Ernst, Alter. Alter. Da ist aber noch einer drin, ne? Nee, okay. Hier ist irgendwo noch einer drin. Ich schwör's dir. Egal, gut. Will mich nicht zu lange hier aufhalten. Oder eventuell muss ich das sogar. Oder kann man hier irgendwo. Geht's da wieder so ein komisches Loch? Nee, ne? Nee, ist alles zu. War das der Fahrstuhl gerade? Also das erscheint mir ein bisschen... Da muss man doch irgendwie hochkommen oder runterkommen, besser gesagt. Habe ich hier was übersehen? Ja gut, eine Kiste, das ist aber uns egal. Hier ein bisschen was, aber das ist uns auch egal. Okay, also das ist wieder so eine das ist wieder so eine Quest, weißt du? Da weißt du einfach nicht, wie du weitergehen sollst. Da hast du 100.000 Möglichkeiten, aber... Ach so. Ich habe nichts gesagt. Alter. Das ist aber nicht euer Ernst hier, ne? Hier spricht der Turm. Beeilt euch, wenn ihr noch kein Versteck gefunden habt. Wir sehen uns dann am Morgen. Ich habe gerade andere Probleme, ey. Verfolger abgehängt. Alter. Achso. Da haben wir kurz das Zimmer gesucht von Bürgermeister. Das ist oben. Aber habt ihr das gesehen? What the fuck? Alter. Das ist crazy shit. Das ist mega crazy shit. Und wie es mega heiß. Und sieh mal an, das war der Bürgermeister anscheinend. Hier, oder? Nee, wohl kaum. Aber ich denke mal, dass wir eventuell auch mal hier die Schränke absuchen müssen. Hätten wir das wahrscheinlich von Anfang an gemacht, hätten wir jetzt schon einen Stempel gehabt. Aber nein, Luzi muss ja erstmal den Müsli-Riegel nehmen. Aber hier ist auch nichts. Hier ist einfach nichts, ne? Müssen wir das Schloss... Was ist das da? Alter, mach da mal zu, ich fühle mich viel wohler dann. Den Stempel des Bürgermeisters. Da ist es wohl hier drin. Das kannst du mir nicht anders vorstellen.
Ja, gut. Das war das Siegel. Geben Sie Tapi die Marken. Die Frage ist nur, wollen wir erstmal hier schlafen oder wollen wir erstmal hier raus ins Dunkle? Das sind Fragen über Fragen, die man sich jetzt hier stellen könnte. Wobei ich das hier nicht gerade sehr gemütlich finde, ne, muss man sagen. Das ist... Ups. Vor allem höre ich noch einen Zombie. Wahrscheinlich nicht nur einer. Ja, ja, komm, komm klar mit deinem Leben. So, das nehmen wir natürlich mit. Von wo kommen wir denn? Von da, ne? Genau, Alter. Und dann? Von hier, ne? Genau, genau. Und dann können wir hier raus einfach. Alter. Was eine Geburt. Was eine fucking Geburt. Okay. Hätten wir das auch mal. Und es ist dunkel. Das ist nicht geil. Gut, dann versuchen wir mal diese Quest hier. Alter, das ist viel zu dunkel hier. Oh nein. Oh oh. Ja, vor allem, wir haben ja eine Taschenlampe, ne? Voll vergessen. Aber das Ding ist... Ja, ich weiß, dass es spät ist. Ich weiß, dass wir rein müssen, weil jetzt diese komischen Dinger kommen. Ist mir alles bewusst, mein Lieber. Ich renne ja schon. Hier sieht es ein bisschen chillig aus, ne? Okay, jetzt können wir da rein, gemütlich. Wo ist jetzt nochmal Ding? Tabit? Hier unten nur kaum. Oder doch? Oh Gott, wie war das nochmal? Oh, Alter. Ist euer Ernst? Muss ich jetzt hier ernsthaft suchen? Oh Gott, das sind diese komischen Dinger. Da machst du nichts, weißt du? Da machst du... Die kommen hier hoch. Die kommen hier hoch. Wieso kommen die hier hoch? Sind die irre? Okay, das ist eine Safe Zone. Gut, dann würde ich mal sagen, ich cut dir mal und gebe die Quest dann im nächsten Part ab. Wenn es wieder hell ist. Und sag dir mal danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao!